Ja, jetzt wollen wir uns nochmal mit dem Thema beschäftigen. Da hatte ich mich schon mal beschäftigt. Und zwar geht es mir um diese Essence-Berry-Büsche. Da hatte ich ja schon mal so ein Tutorial gemacht, wo man sowas mehr fliegt und von oben gucken kann. Da unten sind diese schwarzen Abyssaldrusen und da sind die dann zu finden. Das war aber eigentlich der Fall. Bei Direwolf 20 zumindest ist es anders. Und ich möchte jetzt mal hier zeigen, wie man da trotzdem einigermaßen sinnvoll drankommt. Voraussetzung ist, man muss also entweder TP-POS als Option haben auf dem Server oder man muss sich halt hinbuddeln, das eine oder andere kann machen. Um das Tutorial hier eben ein bisschen zu beschleunigen, mache ich natürlich TP-POS, weil ne, sonst hängt das eben einfach nur auf, immer gerade ausbuddeln. Mache ich sonst normalerweise, aber in diesem Fall eben nicht, weil will ich euch ja was zeigen. Wenn man übers Meer fliegt, stellt man fest, bei Direwolf 20 wohlgemerkt, dass das mit dem Drusen, die sind immer noch da, diese schönen schwarzen Abyssaldinger, aber da sieht man von oben jetzt gar nicht mehr, ob da was drin ist. Und die sind auch geschlossen oder so oder so. Also das ist, die haben wohl begriffen, dass es einfach ist. Vielleicht haben die einfach nur mein Tutorial gesehen. Ah, gut. Aber es gibt eine andere Methode. Und zwar zeige ich euch mal ganz kurz hier. Ich habe jetzt hier so eine Stelle gefunden, da hatte ich gerade welche abgebaut. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man die findet. Und zwar gehe ich dann hier mit bei Direwolf 20, ich halte auf dieses kartografische Dingens hier. Und man sieht dann, wenn man das entsprechend hier oben einstellt, hier Cave, ja. Wenn man Cave einstellt, dann sieht man halt hier unten drunter in der Höhe, wo man gerade ist. Wenn man was höher geht, dann ändert sich das ein bisschen. Das sieht ein bisschen anders aus. Wenn ich dann tiefer gehe, wieder hier unten, ne, dann sieht das wieder so aus wie vorher. Sieht man also die ganzen Dinger. Und hier an dieser Stelle sieht man was Grünes. Ich hoffe, ihr kriegt das auch mit. Ich versuche das mal ran zu zoomen. Nein, geht nicht. Ran zu zoomen. Moment mal, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ich habe die Orientierung verloren. Da. Genau, da. Das heißt, diese Dinger hier sind jetzt in Lava. Es gibt solche grünen Stellen auch woanders. Das sind dann entweder Essence-Berry-Büsche oder auch alles mögliche andere, was es in Direwolf 20 halt unter Tage auch in Grün gibt. Von Botania oder hast du nicht gesehen. Ja? Dummerweise gibt es die anderen, deswegen ist also der Suchaufwand dann immer doch ein bisschen größer. Man kann ja auch mal daneben liegen. Aber umso lavamäßiger das ist, umso wahrscheinlicher ist es eigentlich, dass solche Essence-Berry-Büsche sind, denn die anderen verbrennen in der Lava. Das heißt, jetzt muss man im Grunde genommen nur noch hier hinkommen. Und wie gesagt, ich könnte mich jetzt hier durchbuddeln und dann hier durchbuddeln. Das ist relativ zügig möglich, wenn man eine vernünftige Ausstattung hat. Dann geht man einfach den Stein durch und gut ist, ne? Aber ich mache jetzt bei TP-POS. Und zwar mache ich mir hier jetzt einen Waypoint hin, Doppelklick drauf. Da muss man natürlich hier aufpassen, dass man nicht oben an der Oberfläche landet, sondern dass man hier unten, sagen wir mal, 12 oder 13 oder 11 eingibt, dass man dann in der Ebene bleibt, wo man gerade auch ist und die gefunden hat. Sonst muss man sich hier runterbuddeln. So, das ist safe. Jetzt habe ich da quasi hier so Punkte, ne? Dann kann man mal hier, ne? Sieht schön. Ey, wieso das jetzt? Ey, hallo? Ich will dahin. Egal, gehen wir zu dem hier. Teleport, Feind. Ne, genau nicht. Hat er die 12 nicht angenommen? Habe ich wieder was falsch gemacht? So ein Mist. Ist ja gut, dass ich hier weg habe. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wo ist denn die 12? Da. Ist editieren bei denen erstmal, ne? Editieren, der hier ist das, ne? Edit. Da steht doch 12, bin ich bescheuert? Moment mal. Den removen wir. Jetzt haben wir nur noch den, removen wir auch. Und dann ist der noch da. So, und wenn ich da hin will, dann kann der doch nicht jetzt sagen, vielleicht kann man da nicht stehen, nochmal. Vielleicht kann man da nicht stehen. Ich gehe nochmal, versuche es nochmal hin. Kann er. Nee, da kann man wahrscheinlich nicht stehen. Ah, Beck, das ist doof. Da müssen wir da mal in der Nähe was finden, wo man hin kann. Ne? Also, ich meine, wie ihr seht, also das Ganze ist so ein bisschen tricky. Wollen wir mal näher ranzoomen, dass wir da etwas finden, wo wir hin können. Das ist aber doch eigentlich hier. Gehen wir mal dahin. 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 Machen wir nochmal einen neuen Waypoint, der hat so grün jetzt. Und da machen wir auch natürlich 5, sagen wir 11 hin. Safe. Dann gehen wir dahin, gucken, ob er uns da hinlässt.
Ah, jetzt sind wir erstmal irgendwo, woanders. Das können wir nur hoffen, dass er uns jetzt hier irgendwo hin transportiert hat. Wollen wir mal in die Karte gucken. Moment mal. Ihr seht, das Ganze ist ein bisschen... Nee, das war die falsche Waypoint. Wollen wir machen nochmal back. Das ist ein bisschen nervig, wie ihr seht. Aber ich möchte das auch nicht vorenthalten. Also ihr seht also, wie bescheuert das ist, wenn man das... den machen wir mal weg und den machen wir mal weg. Und jetzt kann er eigentlich nicht mehr sagen, dass er keinen mehr hat. Jetzt machen wir den anderen letzten auch noch weg. Remove. So. Jetzt kann er nicht mehr sagen, dass er irgendwie noch welche hat, die uns stören. Und ich will jetzt dahin. So, und da machen wir jetzt nicht 65, sondern 12. Und save. Und jetzt will ich dahin. So, nein, ich will dahin. Kann man da nicht direkt hin? Mein geht nicht. Mist. Dann machen wir hier. So. Teleport. Er ist schon wieder über Tage. Ey. Da kommt man nicht so einfach hin. Da stimmt was nicht. Dann gehen wir mal hier in so eine Nachbarhöhle. Hier, gehen wir mal dahin. Ne? Nehmen wir so ein rosanes. Ne? So. Und jetzt will ich da hingehen zu dem rosanen. Erstmal Edit. Soll natürlich nicht 64 sein. Wenn das jetzt nicht klappt, ne, dann gehe ich zu dem anderen und buddel mich von oben runter. Das geht auch. Ah ne, jetzt sind wir unten. Okay, jetzt müssen wir uns noch angucken, dahin wollen wir. Das heißt, wir müssen da so quasi jetzt mal hier die Richtung wechseln. Diese Richtung. Ne, dann haben wir so ein bisschen weniger Survival. Ne? Also ein bisschen weniger Cheating mit TP-POS. Sondern da müssen wir doch ein bisschen durchbuddeln. Und dann werden wir dann irgendwann da ankommen, denke ich mal. Da ein paar Dias brauche ich jetzt nicht. Ich will euch ja zeigen, wie die... Ah, jetzt sind wir schon in falsche Richtung. Sollen wir hier wieder zurück? Dann wollen wir mal gucken. Ah, da unten, da ist was wir suchen. Die Lava. Ist ja gut, dass ich Black Magic habe. Ah, guck mal, seht ihr, das meinte ich. Ne? Die suchten wir die ganze Zeit. Und jetzt gucken wir erstmal, warum man hier nicht landen kann. Ah, hier, das ist zu klein, da kann man nicht landen. Hier auch, seht ihr, guck mal hier. Ach, deswegen. Ah, na gut, also ihr seht so die Tücken, ne? Das ist natürlich so eine Sache. Jetzt muss man natürlich mal hier, wie gesagt, ich habe ein Blood Match, ich kann da holen, weil hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass da drunter nicht auch Lava ist. Ne? Also ich meine, da muss man jetzt mal ein bisschen paar Blöcke hinsetzen, die da vielleicht baubar sind. So, jetzt habe ich das schön zugebaut. Scheint ja nicht allzu tief zu sein hier. Ja, ah, doch, warte mal. Mal gucken hier. Mal hier nochmal drunter hier alles zubauen. Nicht, dass da was ins Wege steht und uns hinterher die schönen Essensbüsche verbrennt. Ne? Das finde ich dann nicht so nett von dem Zeug. So. Jetzt hoffe ich, hier hinten ist noch was. So, mal gucken, von hier aus auch nochmal alles zubauen. So. Jetzt hier auch nochmal. Gut. Jetzt wollen wir mal gucken. Als erstes, ne, ist natürlich klar, hier irgendein los. Genau nicht. Mist. Aber ihr seht, ne, das gehört zum Tutorial auch dazu, ne, wenn wir Pech gehabt haben. Ne. So, aber ihr habt ja gesehen, den nächsten, der ist schon da. Das geht, also den kriegt man. Und aus Vorsicht gehe ich nämlich da nochmal gucken, ne, unten drunter und mache den mal zu. Da ist er schon zu, das ist gut. So, und jetzt kann er mich nämlich mal. Jetzt habe ich zwar einen weniger, aber gut, das ist halt das Risiko, was man so hat. Ne. Das ist also keine Frage, das gibt's halt. So. Okay. Gut, also soweit ist erstmal, jetzt zeige ich euch das nochmal, vielleicht ist es weniger blöd, dass es weniger blöd läuft, aber vielleicht sehen wir auch mal was anders, wo ihr dann feststellt, ja, das geht gar nicht, weil es einfach nicht funktioniert. Also zum Beispiel hier hinten, dieses Grün, was ihr hier hinten seht, das sind wahrscheinlich nicht solche Sachen, das sind jetzt irgendwelche Pflanzen, die irgendwo rumstehen. Also am sichersten und garantiertesten oder ja, am wahrscheinlichsten ist das halt, wenn man in so einem Lavasee was findet. Dummerweise ist diese Landkarte hier unter Tage davon abhängig, ob man da schon mal war oder nicht oder so. Oder wenn man da noch nicht war, muss man da in der Nähe sein, damit das überhaupt geladen wird. So, jetzt muss man natürlich gucken, wie kommen wir da hin. Weil wir jetzt hier nicht mehr viel sehen, gehe ich jetzt mal einfach irgendwo hin. Ne? Das kann man ja auch machen. Das wäre jetzt natürlich normalerweise mit Buddeln verbunden. Also ganz klar, das werden wir jetzt natürlich hier so ein bisschen
So, das ist dieser Lilane, dann gehen wir mal auf diesen Lilane, Teleport, zup, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir hier natürlich jetzt noch nichts gewonnen. Ne? Es sei denn, wir gehen jetzt hier in der Nachbarschaft mal ein bisschen gucken, ob hier nicht doch was ist. Aber wenn wir Pech haben, dann eben auch nicht. Aber dadurch laden wir natürlich auch andere Regionen hier unter Tage. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und dann ist klar, dass wir an der Stelle vielleicht dann wieder was finden, wo wir hin können zu unserem Buddelkram. So, schauen wir uns mal hier in die Ecke. Schauen wir auf die Karte. Ah, wollen wir mal sehen, ob er was Neues gefunden hat. Also neue Gebiete hat er definitiv gefunden, hier von hier aus halt, ne? Und ja, aber sehen tue ich jetzt hier, das könnte was sein, das könnte aber auch genau was anderes sein. Aber hier, da sind bestimmt wieder welche. Also wir gehen jetzt erstmal hier hin, um euch zu zeigen, dass das eventuell nämlich genau doch was anderes sein kann. Jetzt gehen wir hier auf 12. 12, schwupps, und dann gehen wir mal dahin. Dieses türkisfarbige, nein, ich will ja jetzt drauf. Boah, nervig. Teleport 2. Ah, guck mal hier, ne, genau, hier. Das ist so eine grüne Pflanze, die sieht man dann und dann ist das eben genau nicht der Fall. Deswegen ist es, wie gesagt, günstiger. Jetzt gehen wir nochmal hier drauf, dass wir hier oben, hier diese, die sind jetzt wieder in der Lava. Wenn das Pflanzen wären, würden die in der Lava ja verbrennen. Also sind das keine Sachen in der Lava. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da irgendwo landen können. Jetzt versuchen wir das mal da oder hier. Also, ne, also irgendwie versuchen wir es mal da. Oh, mal gucken, hier so ein Lila hier, ne? Und Safe. Ah, ne, wir wollen ja die Höhe haben. Ne, nicht einen neuen machen, der soll den hier bearbeiten. Diesen Lila Edit und dann bitte nicht 75, sondern 12. Safe. Das wollen wir da hingehen. Aha, jetzt sind wir hier. Ist auch wieder Pech, wenn wir Pech haben. Oder? Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Wollen wir mal gucken. Ah ja, genau, jetzt müssen wir ein bisschen durch die Genjetten. Hier hinten her lang fliegen. Ah, da seht ihr, da sind sie schon. Da sind sie. Ne? Jetzt hat man sie gefunden. Also, jetzt müssen wir auch wieder unten drunter alles zubauen, damit das also hier nicht wieder alles uns geklaut wird. Und leider ist es ja so, unten kann man so ein bisschen sehen. Ja. Das ist der Vorteil bei so einer Blood Magic Rüstung, dass man da also schon einigermaßen mit arbeiten kann, auch unter Lava. Gibt es auch mit Power Armor, geht das natürlich auch, logisch. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier hinten alles zugepflastert haben mit Cobblestone. Heißt auch Pflasterstein, nicht ohne Sinn. Ne? Ja, jetzt habe ich mir aber überlegt, man kann jetzt hier noch was machen. Ey. Jetzt könnte man nämlich noch was machen und das werde ich auch jetzt machen. Ich lasse mich ja nicht von so einem System zweimal auf die gleiche Art verarschen, wenn es geht. Ich bemühe mich immer drum zu lernen. Ne? Ja, ist ja gut. So, hier zu mache. Jetzt mache ich hier auch nochmal zu. Jetzt gehe ich erstmal hier am Rand und opfer quasi einen Cobblestone und siehe da, darunter ist nämlich immer noch Lava. Und genau die machen wir jetzt mal weg. Und jetzt gehen wir mal einen tiefer. Das hat er nämlich immer noch hier. Überall Lava. Das ist, bei Lava müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das ist nervig manchmal. Dass das eben so blöd ist, dass man da nicht... ja, das müssen wir natürlich trotzdem mal gucken hier. So. Jetzt opfer ich hier vorsichtshalber noch mal einen, um genau sicher zu sein, dass das hier doch genau funktioniert. Jetzt dann nämlich hier, soll man den auch wieder zumachen. Aber der ist ja nicht so schädlich. Hier drunter wird jetzt wahrscheinlich nichts sein. Also bauen wir den jetzt erstmal ab und hoffen, dass das so ist. Jawohl, haben wir gewonnen. Ne? Jetzt müssen wir bei dem nächsten wieder gucken. Ne? Ah, seht ihr, ne? Gefährlich, gefährlich. Aber der ist sauber. Das heißt, den können wir jetzt tatsächlich hier mal ernten. Ups. So. Ja, ein bisschen aufwendig ist es schon, gebe ich ja zu. Aber in Lava arbeiten ist halt immer so ein bisschen. Ne? Vor allem, wenn man die Items nicht verlieren will. Man selber stirbt nicht, aber die Items, die haben ja jetzt kein Protection oder sowas. Ne? Vielleicht kann das nur noch ein Mod, irgendwie jemand einen Mod-Coder erfinden, dass man die Items vorher vom Verbrennen schützen könnte. Mit irgendeinem Zauber-Dingsbums oder so. Oder vielleicht gibt es da sogar irgendein Item, dass man die abbauen kann, ohne dass die in die Lava fallen. Hier mit so einem Magnet oder so. Das habe ich noch gar nicht probiert. Aber gut, können wir mal probieren. Aber wenn einer eine Idee hat, hier unten
außen. Ist klar, ne? Wir lernen ja alle. Ich finde das ganz toll, dass diese Community so ein paar von den Teilnehmern hat, die immer mal wieder was posten. Und das sind auch richtig konstruktive Sachen. Also so nach dem Motto, ich habe eine Idee, das oder dies, oder kannst du doch mal das probieren. Ich meine, ich kann natürlich nicht alles machen, ich habe nicht für alles Zeit. Ne? Aber allein schon die Idee könnte ja auch bei anderen irgendwo fruchten und dann probieren andere das. Und dann schreiben die auch noch Kommentare, jawohl, hat geklappt und so. So eine Kommunikation, das finde ich total genial. So, okay, wie auch immer, like das Video, wenn ihr es gut gefunden habt. Und vor allem like den Kanal, wenn ihr es an euch habt. Und ansonsten schaut euch im Wiki um oder kommt eben hier auch auf den Server, spielt einfach mit. Link zum Server ist hier unten bei mir im Wiki. Da guckt ihr unter Partnerserver in meinem Wiki und da steht dann, wo das alles ist. Gut, okay, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.